Liebe Gäste, nicht alle Tage kommt es vor, dass ein Präsident des Staates Lettland zu uns nach Hamburg kommt. Zu uns, die wir hier zusammengekommen sind. Zu uns, den in Hamburg ansässigen Bürgern Lettlands. Und zu uns, den treuen Freunden unseres Staates und Volkes. Das erfüllt uns mit Dankbarkeit und Stolz. Wir, der lettische Verein in Hamburg, sehen das als eine Anerkennung unserer Anstrengungen bei der Pflege unserer Kultur und insbesondere unserer Sprache an. Wir empfinden das auch als Anerkennung für unsere Bemühungen, die Kenntnisse über Lettland in der hamburgischen Bevölkerung zu erweitern. Unser lettischer Verein sieht es nämlich als eine seiner Aufgaben an, neben diversen Aktivitäten für Landsleute und Mitglieder, auch an Informationsveranstaltungen über Lettland mitzuwirken. Wir möchten für unser Land und Volk neue Freunde hinzugewinnen, denn gute institutionelle und individuelle Freundschaften sind die Basis für ein friedliches Miteinander, ja, auch der Grundstein für die Sicherheit unseres Staates. Der lettische Verein in Hamburg blickt auf 68 Jahre ununterbrochener stetiger Tätigkeit zurück. Wir freuen uns über einen demokratisch reibungslosen Wechsel in der Führungsmannschaft, die jetzt seit gut 3 Monaten von seinem Vater erfolgreich geführt wird. Wir, die Lettland in Hamburg, sind ein Teil Deutschlands. Da bin ich nicht der Erste, der diese Worte benutzt. Ein Teil Deutschlands und ebenso auch ein Teil Lettlands. Damit haben wir uns unmissverständlich als ein Teil der Europäischen Union qualifiziert. Wir wollen auch weiterhin überzeugte Europäer im weltoffenen Hamburg sein. Der Staat Lettland wird hier in der Hansestadt Hamburg im Alltag von unserer Honorarkonsulin Dr. Sommerkamp-Hohmann würdevoll vertreten. Wir können jetzt auf über 20 Jahre ihrer äußerst erfolgreichen Tätigkeit im Amte zurückblicken. Schon zu Beginn hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit im Alltag von Konsulat und lettischem Verein bei zahlreichen Projekten entwickelt. Über dieses Miteinander im Dienste Lettlands sind wir sehr froh und sprechen dafür Frau Dr. Sommerkamp-Hohmann unseren aufrichtigen Dank aus. Atvērtība un komunikācija, tas ir galvenās lietas, lai mums kaut kas dzīvē izdotos. Un tiešām tāpēc Latviešu biedrībai Hamburgā ir sava mājaslapa www.latviešuhamburgā.de, kur var uzzināt par visu, kas ar latviešiem Hamburgā notiek, kā arī mēs izsūtam pāri par 300 newsletter ar jaunākajām ziņām par Hamburgas notikumiem. Ja mēs runājam par komunikāciju, tad mēs šodien ļoti vēlētos uzteikt mūsu brīnišķīgo sadarbību ar Latvijas vēstniecību Vācijā, jo īpaši vēstniecības Skuņas kundzi un Daci Pogenpols kundzi. Jūsu atbalsts un jūsu padoms ļauj mums sajust, ka valsts ir ar mums tajos darbos, ko mēs darām. Tas dod spēku un motivē. Lai arī šeit geogrāfiski mēs neesam Latvijā, tomēr mēs visi esam Latvijas daļa. Mēs esam un būsim Latvijas daļa. Tieši tāpēc, ka šodien mēs šeit varam tikties ar mūsu Latvijas prezidentu, mūs vēlreiz apliecina. Mēs esam Latvijas valstī piederīgie ar savu atbildību, ar savu uzticību un godu.